Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Ja, den ersten Teil natürlich immer noch. Und ja, nachdem wir hier alle Hauptakteure auf der Seite erledigt haben, sind wir rübergewandert hierhin, weil der Typ, dem wir natürlich hinterherlaufen die ganze Zeit und dem wir die ganze Zeit verfolgen, der ist hier abgehauen. Genau hier rüber. Und jetzt müssen wir natürlich das zusehen, dass wir den kriegen und hoffen natürlich, dass wir es auch diesmal schaffen. So, aber ich sag mal so, wir haben hier noch eine Mission, die würde ich jetzt mit euch einfach mal schnell machen. Und dazu pfeifen wir erstmal unser Pferd her. Ich weiß mal nicht, wo unser Gaul ist, aber das werden wir gleich sehen. Da ist es. Da ist das wilde Gaul. Ein wildes Gaul spawnt. Nein, Scheiße. Soll natürlich keine Anspielung auf Pokémon oder irgendwas in der Richtung sein. Obwohl lustig wäre es, ne? Wenn sowas auch in so einem Spielen funktionieren würde, aber nein. Wir wollen den Red Dead Redemption natürlich auch Red Dead Redemption sein lassen. Und hier nicht noch ein kunterbuntes Mix aus anderen Spielen mit rein tun. Das machen wir nicht. So, wir werden da mal hinreiten, mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Mission ist, die wir angenommen hatten schon. Können wir aber mal gucken. In der Statistik müssten wir das ja sehen. Nee, im Journal. So. Der wird's wohl. Okay, anscheinend haben wir das erfüllt. Jetzt reiten wir da einfach mal hin. Und vielleicht hat er ja was Neues für uns. Wer weiß. Wir werden es sehen, ne? Wir scheinen keine Hilfe zu gebrauchen, also brauchen wir auch ihn anhalten. So. Ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt die Story durchspielen, wie viele Folgen insgesamt von Red Redemption rauskommen. So, natürlich hätten wir den vielleicht auch mit dem Lasso fangen können. Aber ist mir egal, ich erschieße die Leute auch. Er wollte es nicht anders. Aber der Typ hätte ja auch hierher laufen können, ne? So weit war es jetzt nicht weg. So, komm mal her. Ich habe ja Red Dead Redemption, den ersten Teil, noch nie durchgespielt gehabt. Ich hatte den mal angespielt, ja, eine gewisse Zeit. Aber noch nie durchgespielt. Leider. Und das will ich ja jetzt mit euch zusammen nachholen. Deswegen bin ich gespannt, wie viele Folgen wir eigentlich rauskommen aus dem Spiel. Also. Bin da ja noch ganz, ganz ja, unangetastet.
es variiert ja auch immer von YouTuber zu YouTuber, ne? Wenn ich jetzt mal größere YouTuber betrachte oder auch andere kleinere YouTuber wie ich zum Beispiel, die das Spiel gespielt haben oder gerade vielleicht auch spielen, weiß man ja nicht. Die haben ja auch immer unterschiedliche Anzahl der Folgen, ne, drin, finde ich. Also, egal bei welchem Spiel, sei es jetzt Red Dead Redemption oder auch andere Spiele. Okay, wo kommen die jetzt her? Steht da lang. Ach, da stehen wir viele. Na komm, mein Freund. Komm hoch. Versteck dich nicht. Okay, den haben wir auch. So, jetzt haben wir nur noch einen, glaube ich. Warte mal. Okay. That bastards and gap-tooth breeds got my friend, Floyd. Please, mister, you gotta help him. I'm in a bad way. I gotta get to a doctor. He was in the rail house when they jumped us. Maybe he's still around there. Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, in eine Mine rein, ne? Ach nee, stimmt, wir mussten ihn befreien und dann... Lass mich mal durch. Bin schneller als du. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Ich hab's gewusst. Entschuldigung.
Oh, der hat aber auf den Brustkorb geschlagen. So. Warum können wir die Waffen nicht ausführen? Einen haben wir damit auf jeden Fall ausgeschaltet. Sicher ist sicher. Okay. Was? Der lebt immer noch? Wie viel Schrot kann der denn fressen? Jetzt aber. Jimmy, I didn't know you were a miner. I'm not, sport. This is the first time that I've ever been underground. But I like getting a preview of being buried. It should be fun, but not funny, what? Your eastern wit is wasted on my dumb western brain, sport. Oh, don't worry, you're not missing much. I'm beginning to think that this article would be better written on a tropical island in the arms of a beautiful maiden. Interesting idea. Now, can we get out of here? Yes, please. Okay. I appreciate your help, sir, but now we must continue on this path. So, wir gehen hier mal die Mine weiter aufräumen. Was sagst du denn bitte schön? Okay, warte mal, wir gehen andersrum. Wir gehen hier so rum. Ist besser. Thank you.
Okay, den haben wir. Oder auch nicht. Oh, Junge, was machst du denn da? Okay, die sind beide down. Aber hier ist noch einer. So, aber hier ist irgendwo noch einer. Oder zwei sogar. Warte mal, wir laufen hier erstmal zurück. In dem grünen Punkt da. Ich sag ja, das ist keine gute Idee, wenn man sie auf dem TNT sitzt. Okay, ich glaube, den haben wir down. Ich glaube, jetzt müssten wir aber alle down haben. Ja. So. Okay, dann haben wir das soweit auch schon erledigt. Ich bin mal gespannt. Momento, haben wir denn jetzt... nö. Ich habe gedacht, wir haben jetzt vielleicht eventuell auch einen Erfolg dafür bekommen. Haben wir aber nicht. Schade eigentlich. Nein, keine Angst. Ich bin jetzt nicht so ein Erfolg-Hunter. So, suchen wir schon mal die nächste Mission raus. Hier haben wir nichts mehr. Das heißt, wir können praktisch rüber.
Dann machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall die Santa, also einen Auftrag für den. Ja, würde ich sagen, ne? So, wir reiten auf jeden Fall schon mal los. Und derzeit, wo ich da hinreite, oh, falsche Richtung, werde ich mal die. Doch, richtig. Egal. In der Zeit, wo ich da hinreite, werde ich auf jeden Fall die Folge mal pausieren. Denn mit 20 Minuten sind wir ungefähr ganz gut dran. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn es dann heißt, eine Hauptmission für die Santa zu machen. Und ich bin mal gespannt, was uns dort erwartet. Vielen Dank fürs Reinschalten. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.